Hallo Zwondegwit, mein Name ist Claudia Schiesel und die Dame, die gerade in die Kamera lächelt, heißt Magister Beate Meinl-Reisinger, ihres Zeichens NEOS Bundesparteichefin. Frau Meinl-Reisinger, warum sind Sie heute in Graz? Ich unterstütze das steirische und das Grazer Team sehr gerne jetzt bei dieser Landtagswahl, weil die Steiermark ist ja auch meine Wahlheimat, wenn Sie so wollen. Ich habe auch viele Freunde und Verwandte in Graz. Und wie gesagt, ich unterstütze das Team rund um Nico Swatek mit diesen tollen Kandidatinnen und Kandidaten, Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte des Lebens sehr, sehr gerne, dass wir endlich auch in der Steiermark im Landtag vertreten sind. Endlich in der Steiermark vertreten im Landtag, das ist ein Stichwort. 2015 ist es nicht gelungen. Wie soll das eben heuer geschehen? Wir haben heuer, insbesondere in den letzten Monaten, Europawahl, aber auch Nationalratswahl, einen unglaublichen Zuspruch erlebt, den NEOS davor 2015 nicht erlebt hat. Wir haben jetzt bei der Nationalratswahl 8,1% gemacht, das beste Ergebnis jemals erzielt und gerade auch hier in Graz ein deutlich zweistelliges Ergebnis gehabt. Das heißt, der Zuspruch ist enorm, der war noch nie so hoch, den wir spüren. Und gerade auch in der Steiermark gibt es einen unglaublichen Bedarf und da sieht man ja auch, wie viele Bürgerinnen und Bürger da aufstehen, Unternehmerinnen, die sagen, jetzt reicht's mal, die Bürokratie frisst die Innovation auf, ich finde nicht genügend Fachkräfte oder auch die Pädagogin, die wir vorher gehört haben, die gesagt hat, naja, also der Bildungsbereich, der braucht nicht nur einen frischen Wind, sondern braucht endlich einen Sturm der Innovation, gerade auch im Bildungsbereich. Die sagen, ich möchte anpacken und das ist immer ein Gradmesser dafür, dass es NEOS braucht, wenn Menschen aus der Mitte des Lebens sagen, bei den NEOS, da kann ich mich engagieren, da kann ich etwas bewegen und das will ich jetzt auch. Jetzt ist es Zeit. Ihr Vorgänger Matthias Strolz hat das auch immer wieder betont. Vor allem Bildung war ihm ein Herzensanliegen, muss man schon fast sagen. Wie wichtig ist Ihnen dieses Motto des Flügelhebens weiterzuführen? Ja, Sie haben es ja eh gesehen, auch in der Nationalratswahl, wir waren die einzige Partei, die das Thema Bildung konsequent angesprochen hat. Es ist meines Erachtens das allerwichtigste Zukunftsthema schlechthin und zwar bis in die kleinste Region. Wieso meine ich das? Wir haben es eben auch gehört, unser Vertreter aus dem Murtal, der gesagt hat, Betriebe wären ja zwar da, aber teilweise wandern die Menschen ab. Junge Frauen sehen keine Chancen dort. Es gibt viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze. Die wandern alle ab. Das heißt, die Frage der Qualität und der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungs- oder Bildungseinrichtungen ist eine ganz existenzielle Frage, gerade auch für Regionen und kleinere Gemeinden. Das ist die entscheidende Zukunftsfrage und wir stellen Bildung allen anderen Themen voran. In der Steiermark gibt es ja auch noch einen zweiten Fokus, nämlich den zwischen Graz und Marburg. Das heißt, diese Schiene Slowenien-Steiermark ist eine sehr wesentliche. Wie wichtig wäre es zum Beispiel, dass man hier auch die slowenische Sprache zum Beispiel im Schulunterricht in der Südsteiermark fokussiert? Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man gerade in einer Region wie der Steiermark oder in anderen Regionen Österreichs, die so eng historisch wie auch wirtschaftlich verknüpft ist sozusagen mit den Nachbarn, auch diesen regen Austausch mit den Nachbarn hat. Das ist ja einer der Gründe, warum wir uns ja auch so vehement für einen stärkeren Außengrenzschutz in Europa aussprechen, aber die Freiheit im Inneren, innerhalb des Schengen-Raums, innerhalb Europas gewahrt werden sollte. Weil was haben wir denn davon, wenn wir auf einmal zwischen unseren Nachbarn mitten in den Weinbergen wieder Stacheldrähte hochziehen und sagen, also das ist Steiermark und das ist Slowenien. Davon hatte niemand was. Und daher auch natürlich die Sprache zu erlernen, das ist nie verkehrt. Aber wenn Sie schon die Flüchtlingskrise erwähnen, sprich, das Bundesheer ist 2015 an der falschen Grenze gestanden. Naja, also wir treten seit 2015 oder da haben schon 2014 haben wir das gesagt, dafür ein, dass Europa souverän und selbstbewusst, selbstverständlich handlungsfähig sein muss, um die Außengrenzen zu sichern. Und ich finde es sehr bedauernswert, dass hier nicht in dem Tempo Schritte unternommen wurden, wie wir NEOS uns das gewünscht hätten. Warum ist uns das so wichtig? Na, weil ja genau das zeigt, die Freiheiten im Inneren wollen wir selbstverständlich bewahren. Dass Sie und ich, die Südsteirer, selbstverständlich, dass sich auch frei bewegen können und nicht eine Passkontrolle machen müssen, wenn Sie nur zu Ihrem Nachbarn nach Slowenien rüberfahren. Ist verständlich, ja. Ist auch leichter, wenn man mal einkaufen geht. Ja, eine Frage noch. Wenn es jetzt heuer nicht geschehen sollte, dass NEOS in der Steiermark in den Landtag einzieht, welche Schritte würden Sie dann setzen, dass das eben spätestens beim nächsten Mal passiert? Das Wunderbare ist, diese Gedanken muss ich mir gar nicht machen, weil es wird passieren. Da wünsche ich viel Glück und danke fürs Gespräch. Danke sehr. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es,
hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.